Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Europa Universalis 4, unserem kleinen, aber feinen Tabaristan-Spielchen mit dem das halbe Timurinenreich besitzenden Tabaristan. Und im letzten Part haben wir ja einen wundervollen Krieg gegen der Karakununu geführt. Natürlich durch unsere überlegene Truppenstärke, unsere überlegene Technologie, unseren überlegenen Geist und einfach durch alles an uns, weil wir einfach geil sind. Und natürlich nicht durch unsere Verbündeten, die Osmanen und die Timuriden, haben wir es geschafft, die Karakununu zu besiegen, den Irak freigelassen, im letzten Part noch zu unserem Vasallen gemacht und 4 Gebiete bekommen. Das hier, das hier und das hier. Das bedeutet, dass wir jetzt einen direkten Zugang zum Persischen Golf haben, dass wir jetzt einen direkten Zugang zur arabischen Halbinsel demnächst haben, sobald wir Karakununu quasi nochmal ausgelöscht haben und dann richtig loslegen können. So, ich möchte jetzt mal ganz kurz den Diplomaten aus Georgien abziehen und mal ganz kurz was gucken. Okay, die Osmanen würden mitmachen. Schade. Ja, ich kann halt sein, ich habe halt so ja, die Hoffnung, dass wir irgendwie die Goldenen Horde mal den Krieg erklären können. Aber vielleicht sollten wir uns dann auch mal einen Anspruch fingieren, ne? Naja, das hat noch Zeit. Können wir noch warten. Aber nur mal so für den Fall sollten wir uns vielleicht bereithalten. Dass wir dann wenigstens Terek uns holen können. Dann haben wir nämlich die einzige schiitische Provinz von der Goldenen Horde abgezweigt. Und vor allem haben wir dann hier schöne gerade Grenze unterhalb dieses Flusses, bei dem ich nochmal ganz kurz... es sind zwei Flüsse, oder? Ja, es sind zwei Flüsse. Okay, ich dachte gerade, hier fließt so ein Fluss vom Schwarzen Meer ins Kaspische Meer. Das wäre auch sehr interessant. Aber zum Glück passiert das ja nicht. Auch wenn es, glaube ich, möglich wäre, wäre das Kaspische Meer, wenn ich mich nicht irre. Nee, warte. Ich laber Schwachsinn, deswegen sind wir ruhig. Jo, ne? Haben wir das schon mal geklärt? Ich laber Schwachsinn und, ja. Wunderbar. Ne? Oder es liegt doch tiefer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja. Was sehe ich hier gerade bei den Timuriden? Ach so, Moskau. Moskau haben wir noch nicht entdeckt. Okay, doch, das ist doch hier oben. Siehst du? Haben sie entdeckt. Ja, wir haben es doch entdeckt. Warum wird es mir jetzt grau angezeigt? Aber Ming oder was? Die kennen wir. Wir kennen mehr von Moskau als von Ming, aber wir kennen Moskau nicht. Na gut, okay. Ja, mal ein bisschen Geld ausgegeben. Wir können uns ja können es uns ja leisten. Wo ist eigentlich unser Haupthandelszentrum in Mazandaran? Genau, das haben wir ja verlegt für ganz schön viel diplomatische Macht, aber es hat sich gelohnt auf jeden Fall. So, genau, und ich glaube, nur für den Fall werden wir jetzt einfach mal anfangen. Also, bei der Goldenen Horde einen Anspruch auf direkt zu fingieren. Ja, machen wir. Wunderbar. Und wir haben ein bisschen Geld, deswegen können wir auch was bauen. Und ich wäre dafür, eine Rüstkammer zu bauen. Das erhöht nämlich unsere Rekrutenanzahl. Und ich muss schon sagen, wir haben kaum Rekruten. Deswegen wäre es so ganz praktisch, ein paar mehr zu bekommen, ne? Bauen wir mal 4 Rüstungskammern in unseren Provinzen da oben. Und demnächst können wir vielleicht auch mal einen Tempel bauen oder sowas, um unsere Einnahmen zu erhöhen. Mal schauen. So, wir haben gleich unsere Kernprovinzen komplett gebaut. Dann müssen wir uns nur noch demnächst um ein paar Rebellen kümmern. Da wird uns der Irak nicht helfen. Vielleicht hilft uns ja Georgien, wenn sie mal... Ja, wenn die Sterne, wenn Mars, Saturn im richtigen Haus stehen und so, dann kann da vielleicht mal was draus werden. Wir holen uns noch eine Kanone, da haben wir 4 Kanonen. Und den Belagerungsbonus 2 dazu bekommen dadurch. Nix war ja ab 6 Kanonen, dafür reicht unser Truppenlimit nicht aus, deswegen werden wir noch eine Einheit Infanterie dazu holen. So. Ja, und wie gesagt, jetzt allerdings erstmal noch eine Weile Frieden. Wir wollen abwarten, bis der Waffenstillstand mit Karakunjunlu ausgelaufen ist. Hey, da sind unsere Kernprovinzen dazu gekommen, herrlich. Und unser Missionar ist auch fertig. Das bedeutet, wir können ihn gleich in die nächste Provinz stecken. Und zwar nach Mosul. Kürzlicher Aufstand ist ausgelaufen. Schade. Dass wir gerade nicht mehr im Krieg sind. Ich liebe es immer noch, wie unser Schriftzug so... Weiß ich nicht, was mit dem Schriftzug los ist, aber er ist falsch.
Und ich finde das herrlich. Ich finde das echt herrlich, wie er da so rumsteht. Mitten über dem Timurinenreich. Ich meine, die Provinzen wollen wir ja dazu bekommen. Wir brauchen sie ja, um Persien zu gründen. Könnten vielleicht mal ganz kurz gucken, was für eine Provinz wir eigentlich nochmal genau brauchen. Und vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir eine Mission annehmen können. Ah, Irak in unseren Staat integrieren. Das klingt doch mal nicht schlecht. Und ich muss jetzt ganz kurz mal was machen. Deaktivierte Hinweise. Aha. Achso, ja, den können wir wirklich deaktiviert lassen. Ich würde jetzt eigentlich gerne diesen Missionsalarm nochmal aktivieren, den ich aus Versehen weggeklickt hatte. Aber jetzt ist ja egal. Was wollte ich gucken? Ach ja, genau. Das Persische Reich wollte ich ja nachschauen. Wir brauchen Savestan, Ramadan, Isfahan, Kasim und Jast. Okay. Semnan. Oh, Rebellen. Moment. Ja, klar. 19 Regimenter Rebellen. So viele Truppen haben wir noch nicht mal. Ihr seid mehr lustig. Ja, also wir müssen wahrscheinlich hier so... Ja, Savestan ist hier unten. Ja, dieses Gebiet hier müssen wir erobern. Just, ich glaube, Just müssen wir auch noch erobern. Ja, das wird lustig. Das wird sehr lustig. Das ist definitiv mehr als ein Krieg gegen die Timuriden. Deswegen müssen wir es irgendwie schaffen, Timuriden und Osmanen auseinanderzubringen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das anstellen sollen. Beim besten Willen, ich habe keinen Plan. Na super. Eroberungskriegsgrund gegen Goldene Horde. Hey. Schade. Naja, selbst wenn wir die Osmanen separat jetzt, selbst wenn wir die Osmanen da zu bringen könnten, so hohe Kriegsmüdigkeit oder sonst sowas zu haben, dass sie nicht mit in den Krieg reinkommen. Sie können ja jederzeit jetzt reinkommen. Es gibt da jetzt kein Zeitlimit mehr, in dem sie nur eintreten können. Ich glaube, 60 Monate waren das. Das wurde ja jetzt abgeschafft. Das heißt, jetzt jederzeit die Leute noch dazukommen können, was echt nervig ist. Das heißt, wenn man jetzt die Leute in einem separaten Krieg verwickeln möchte, muss der separate Krieg länger dauern als der Krieg gegen das eigentliche Kriegsziel. Schade, diese ganzen hinterhältigen Taktiken sind jetzt alle nicht mehr möglich. Das Spiel ist richtig real geworden. Ah. Nee, siehst du, ich dachte schon, sie wollen uns helfen, aber sie können uns nicht helfen. Herrlich. Weil sie ja natürlich ihnen freundlich gesonnen sind, diese scheiß Rebellen. Und die sunnitischen Fanatiker kommen auch noch gleich an. Oh Mann, Leute. Man. Ich verkack doch jetzt schon hier gegen die Rebellen. Ja, kommst ein bisschen zu spät, Georgien. Man könnte meinen, dass du mal am Ende meines Reiches wärst. Aber mit den Sunniten kannst du es ja aufnehmen, ne? Du bist ja nicht sunnitisch. Du bist, orthodox. Oh Gott, diese ganzen Provinzen, die wir später konvertieren müssen, sobald wir Georgien annektieren. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ich Georgien wahrscheinlich nie annektieren werde. Was? Ja, klar, überhaupt nicht schnell oder sowas. Alter Schwede. Aber dafür können wir sie theoretisch dazu provozieren, uns anzugreifen. Jetzt einfach hier stehen bleiben. So, eine einzige sunnitische Provinz haben wir. Mit etwas Glück schaffen wir es sogar noch, Mosul zu konvertieren. Wie lange wirst du brauchen? Die Zimmer 1520. Lustig. Eine drohende Katastrophe, Bauernkrieg. Weil wir... Ach ja, weil wir... Klar. Bauernkrieg, ja, diese Katastrophe... kommt daher, dass wir unter 25% unserer Rekrutenreserve sind. Da wir ja gerade... Wir haben ja Eroberungskriegsgrund gegen die Timuriden, okay. Oh, scheiße, ich habe mich geguckt. Ich dachte, mit der Goldenen Horde wäre das gewesen. Aber das war mit den Timuriden, der Grenzdisput. Scheiße, die haben Kriegsgrund gegen uns. Aber zum Glück sind die Osmanen auf unserer Seite, nicht? Oder? Oder? Und da wird Mosul belagert. Yes, wunderbar. Ja, so viel zu dem Thema.
irakische Patrioten, die zu Najd überlaufen. Da müssen wir auch noch mal ganz kurz drüber reden, wo genau der Irak ist. Aber ich glaube, die sunnitischen Fanatiker werde ich hier auf jeden Fall etwas priorisieren. Die sind mir zu gefährlich. Ah, und der Irak belagert die Provinz sogar zurück. Das kann er also. Das ist interessant. Eigentlich müsste er uns jetzt auch helfen können. Ich meine, die wollen zu Najd überlaufen. Warum sind die freundlich zueinander? Verstehe ich nicht ganz. Na egal, ist ein kleiner Fehler im Spiel. Und da ist Georgien. Hey, Kino mit Georgien. Jo. Ah, er kommt natürlich nicht mit, oder? Nee. Da ist die KI zu blöd, das zu checken, dass wir da gegen die Rebellen kämpfen wollen. So, dann müssen wir uns jetzt wohl oder übel noch ein paar Söldner dazu kaufen. Geht ja sonst schwer, die anzugreifen hier unten. Naja, wir haben ja zum Glück noch genug Geld. Ungarn hat interne Konflikte. Ja, ich muss sagen, seit dieses wie heißt das Katastrophensystem jetzt eingeführt haben, ist es auch wesentlich häufiger, dass Katastrophen auftauchen. Zumindest hat man das Gefühl. Man weiß jetzt immerhin, woran dieser Bauernkrieg, also woher er kommt. Das ist schon mal wirklich ziemlich gut. Also es freut mich auch, persönlich. Das macht es für mich halt ziemlich übersichtlich und wesentlich verständlicher. Weil ansonsten war das mit den Polen, habe ich letztens gespielt, habe ich auf einmal einen Bauernkrieg gehabt, nachdem ich totale Schwierigkeiten sowieso schon hatte. Und das ist natürlich, ja. Wieso habe ich jetzt die ganze Zeit oh, ja, wundervoll. Ein 3-5-5er. Bäm, Missionarstärke. Führt dieser ein. Und nationaler Unruhe nach unten. Woo. Nice. Und das geht leider nicht, weil wir nicht die Innovationsideen abgeschlossen haben. Aber wenn, dann könnten wir das hier sogar machen. Und Timurinreich möchte eine Staatsehe. Geil, Timurin, ihr seid sympathisch. Und die Osmanen jetzt auch nochmal mit ins Boot holen. Wir sind bei minus 2 Stabilität, weil wir einmal, weil einmal unser Typi gestorben ist. Okay. Oder waren wir vorher schon bei minus 1 Stabilität? Ich habe es nur überhaupt nicht gecheckt. Naja, würde jedenfalls einiges erklären. So, wir marschieren jetzt mit dir. Aserbaidschanische Patrioten. In welchen Provinzen? In Tabriz. Und dann marschieren wir mit euch nach Tabriz. Unser General ist natürlich... Ach nee, der lebt noch. Okay. Und Irak belagert schön zurück. Wunderbar. Okay. Dann müssen wir jetzt leider eine ganze Weile warten, bis unsere Armee wieder aufgefrischt ist. Schade. Eigentlich war ja der Plan mit vollem... Rekrutenreserven in den Krieg gegen Karakolunu zu ziehen. Das, ja, merkt ihr ja gerade. Wird nicht so leicht klappen. Aber zumindest werden wir, glaube ich, keine sunnitischen Fanatiker mehr vor der Nase haben, wenn wir Mosul konvertiert haben. Wir müssen es mit den Kopten auch auseinandersetzen. Da sollten wir Jerewan so schnell wie möglich konvertieren. Mal sehen, ob es klappt. Oh, die iberische Hochzeit. Na, wunderbar. Mit den kleinen Resten von Aragon. Und Portugal ist zerfressen von Rebellen, auch ganz lustig. Lustig. Was ist denn los mit mir, ey? Kaum wohne ich in Sachsen, geht das los. Lustig. Hm. Jo. Und dann haben wir auch gleich Basra wieder befreit von diesen Schuften, die es gewagt haben, gegen uns aufzubegehren. Oh, und wir kriegen ja Handelseinfluss in Persien. Stimmt. Da schöpfen wir ja ab. Genau. Und jetzt kriegen wir ja immer mehr Handelseinfluss, weil wir jetzt sogar Provinzen hier halten in dieser Handelsroute. Oh, und Iraki-Arab ist sogar ein Handelszentrum. Ich meine, das wusste ich natürlich. Die ganze Zeit schon. Versteht sich von selbst. Das ist geil. Wir halten, ich glaube, sogar die einzigen Handelszentren in Basra, wenn ich es richtig sehe. Ja. Wir halten die wichtigsten Handelsknotenpunkte der Provinz hier, Handelszone und haben auch den krassesten Einfluss. Sehr schön.
Daher auch unser Einkommenshoch, das ist gut zu wissen. Da müssen wir uns mehr von dieser Provinz hier schnappen. Ist auch sehr praktisch, dass die zum Großteil die arabische Halbinsel ausmacht. So, und wir können auf diplomatische Technologie gehen. Wunderbar. Oh Gott, wir sind Stufe 8, während die Osmanen schon Stufe 10 sind. Ja, sehr schön. Und Basra ist wieder befreit. Wunderbar, da muss ich sagen. So läuft das doch ganz gut. Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen kriegslos, deswegen für manche vielleicht nicht so ganz spektakulär. Aber ihr müsst natürlich auch bedenken, so einfach ist das alles nicht. So. Genau, am 3. Juli 1525 können wir dann, Entschuldigung, den Irak annektieren. Und dann können wir auch schon, ich glaube, sobald das fertig ist, haben wir sowieso den Waffenstillstand mit Karakönigin aufgelöst. Schön wäre es jetzt noch, wenn in Timuridenreich ein paar Rebellen auftauchen würden, die Wasid dem Irak zusprechen möchten. Das wäre der Hammer. Oh, das wäre praktisch. Das wäre so richtig schön praktisch für uns. Hey, deswegen wird es auch nicht passieren. Okay. Und irgendwie müsst ihr das schaffen, nicht mehr mit den Osmanen verbündet zu sein. Wahrscheinlich, wenn Moskau der Golden Horde den Krieg erklärt, was hundertprozentig passieren wird. Ja, sobald sie das gemacht haben, werden sie wahrscheinlich mal sehen. Ich hoffe natürlich, dass die Osmanen es schaffen, da Moskau zurückzuschlagen. Immerhin haben sie Durchgang bei uns. Aber sicher kann man sich da natürlich nie sein. Oh, hab aus Versehen Pause gemacht. Verzeihung. So, und ich denke mal, wir können jetzt die Diplomaten aus dem Irak abziehen und uns einen Anspruch fingieren auf Ar-Raqqa. Oh Gott, was ist denn, was passiert denn jetzt hier? Die ganzen Entdeckungen werden bekannt, okay. Ah, wir wissen jetzt, wo Moskau ist, oder? Weiß ich jetzt, wo Moskau ist, Timuridenreich. Tatsache, ich weiß, wo Moskau ist. Schönen Dank. Finnland, okay. Schweden ist... Bitte was? Bitte. Bitte was? Nee, jetzt, oder? Oh Gott, wie geil ist das denn? Oh Leute. Scheiße. Seht euch. Seht ihr das? Seht ihr das auch oder ist das, das bin ich blöd? Okay, das ist das Geilste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ein orthodoxes Schweden. Ich glaube wirklich, was Besseres habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich bin schlichtweg begeistert. Ich möchte am liebsten einen Screenshot davon machen, allerdings wird dann das letzte... Ach komm, das geht nicht anders. Oh, herrlich. Oh, total. Scheiße, wie geil ist das denn? Oh, herrlich. Meine Fresse, guckt euch mal Skandinavien an. Dänemark, Norwegen, Schweden, total durcheinander. Irgendwie in letzter Zeit passiert das ständig. Orthodoxe Schweden, ich krieg mich nicht mehr ein. Oh Leute, ist das ehrlich. Oh, herrlich, nein. Oh Gott, der Hammer. Oh, der Hammer, der absolute Hammer. Oh, priceless. Priceless. Preise wären los, heißt das übrigens. Priceless. Ja. Scheißen Dreck, ey. Nee, das ist ja geil. Oh, ist das geil. Oh, was zur Hölle. Wir kriegen den General mit 50 Traditionen und es ist ein Belagerungsgeneral oder nicht? Belagerungsgeneral. Ach komm, wir holen uns den General und kicken dafür den anderen raus. Tschüss. Oh, wer hätte den sogar behalten können, fällt mir gerade auf. Naja. Egal. Haben sowieso nicht mehr als eine Armee.
Ein orthodoxes Schweden, oh, ist das der Hammer. Oh Gott, eine orthodoxe. Verdammte Scheiße, das Ding ist orthodoxes Schweden. Aber warum ist Stockholm belagert von orthodoxen Fanatikern, wenn es doch schon orthodox ist? Egal. Egal, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Oh, ist das der Hammer. Oh nee, ey. Wie ist das passiert? Ich will wissen, wie das passiert ist. Und ich will wissen, von welchen Rebellen Finnland gerade, wenn das auch noch von... Das ist auch von... Ist das auch? Das ist hier orthodox. Ist es von orthodoxen... Oh, bitte sei... Oh Gott, das ist der absolute Hammer. Wie haben sie das denn geschafft? Wie haben sie das denn geschafft? Scheiße, geil, ey. Oh nee. Oh nee, ich komm da. Und da ist es auch orthodox. Oh herrlich. Ehrlich. Schön. Komplett. Ganz Schweden ist orthodox. Ganz Schweden? Nein. Eine einzige Provinz namens Östergötland. Hört nicht auf, katholisch zu sein. Egal. Oh, schön. Also ich meine, egal wie das weiter verläuft, einfach für diesen wundervollen Anblick hat sich das gerade echt gelohnt. Orthodoxes Schweden. Ja, dass es sowas gibt. Okay. Ich sehe gerade, unsere Mannstärke hat sich so wie, also beziehungsweise unsere Armee ist aufgefrischt. Das heißt, unsere Mannstärke kann jetzt anfangen, sich zu erfrischen. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, dieser Part hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Part wieder. Wenn es daran geht, dass wir wahrscheinlich anfangen, zumindest den Irak zu annektieren. Wer weiß, vielleicht kommen wir auch schon in den Bereich, dass wir Karakönunde den Krieg erklären können. Das werden wir sehen. Also, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Falls, ja, macht's gut.